herzlich willkommen zu einem mal wieder Vlog hier auf meinem Kanal. Ihr habt es gerade gehört, ich nehme gerade übers Handy auf, denn meine Kamera ist noch bei meiner Ex drüben. Ja, so wie mein PC, dort wo ich halt noch arbeite und so, bla bla. Mal so einen kleinen Zwischenstand hier aus meiner neuen Wohnung. Wir sind hier gerade bei mir im Flur, wie man sieht. Ey Alexa, du nervst. So. Hier muss noch ein bisschen was gemacht werden. Hier unten ist noch mein Bücherregal eingepackt. Da hatte ich keinen Bock mal drauf, das aufzubauen. Ja, Flur ist halt noch reinste Baustelle. Hier hinten an die Wand kommt halt noch Schuhregal hin. Ja, Kinderzimmer muss auch noch einiges gemacht werden. Ich weiß jetzt nicht, ob das lichttechnisch ja, passt da. Das alte Bett von meinen Kindern, wollte ich erst mitnehmen. Ich habe ein neues gekauft, muss sein. Warum sollten wir das alte Zeug haben? Dann liegen halt hier denen ihre Matratzen gerade rum. Hier unten kommt halt die PS3 von mir hin und ein Fernseher für die Kinder, dass die schön PS3 zocken können. Halt Licht aus. Dann ist hier das Zimmer meiner Tochter. Ist komplett fertig. Das Putzding da hinten, das kommt noch raus, aber ansonsten hat ihr Nachtschränke, hat ihre Tierchen, die Sparschweine von meinen Jungs hat sie mit dabei, ihr Bauernhof steht, ein Schrank und das Wichtige, ein Prinzessinnenspiegel. Ja, Kinder halt. Dann Bad, fehlt eigentlich nur noch die Waschmaschine und das Schränkel was und dann... Hallo, ich habe einen Stiez, okay. Das Schränkel, was unter das Waschbecken kommt. Das einzige Problem, Lampe ist dran. Ich krieg kein Licht. Ich weiß nicht warum. Sicherungen sind alle an. Ich muss auf meinen Elektriker warten. Dann mein Wohnzimmer. Sofa, da hinten der Schreibtisch, wo mein PC hinkommt. Das werde ich vielleicht noch mit der Kommode da hinten ein bisschen anders regeln, dass die anders gestellt wird. Ein paar Küchenutensilien, erkläre ich euch gleich was dazu. Ja, hier hinten, ihr seht, Sideboards, meine ganzen Star Wars Puzzles, die ich in den Bilderrahmen gepackt habe, die kommen hier noch verteilt an die Wände im Wohnzimmer, im Flur, eine kleine Müllecke. Ja, mein Sofa, worauf ich dann immer schön entspanne und auch mal schlafe. Scheiß Handy. Dann, aber man sieht auch, unrasiert. Ich bin ziemlich leid momentan. Hier halt meine schöne Computerecke, die hier entsteht. Drei Monitore kommen dahin. Halt Router, alles was so dazu gehört. Ja, ist aber noch viel zu machen, wie man sieht. Achso, und Küche. Die kommt nächste Woche. Da ist noch nichts drin. Außer ein paar Getränke für meine Kiddies und mich. Wir haben heute den 22.09. Ja, 22.09. Moment, ich kann aber kurz aufs Handy gucken. 22. August. So. Ich habe jetzt noch anderthalb Wochen Zeit, die Wohnung soweit vorzurichten, dass alles passt. Ihr seht ja, meine Schlange kommt dort noch hin in die Ecke. Da kommt in der Fernseher drauf die PlayStation 4. Was kommt denn noch mit dazu? Der Receiver, halt alles, was dazu gehört. Da oben sieht man es, da fehlt zum Beispiel noch eine Lampe. Da muss ich noch warten. Denn da kommt eine Hängelampe rein. Ungefähr sowas wie hier. Nur hier oben mit so einem Ding zum Draufstöpseln. Und da kommt eine ganz besondere Glühbirne rein, die, wo man die Farbe ändern kann. So schön abends zum Entspannen beim Zocken und ja. Ja, wie gesagt, 22. ist. Am 28. habe ich noch einen ganz wichtigen Termin. Den muss ich leider wahrnehmen, da kann hier nichts passieren. Aber so in der Dreh 27, 26. rum wird alles soweit hier rüber geschleppt. Küche ist meine, die nehme ich mit. Meine Ex hat in ihrer neuen Wohnung eine Küche drin. Sollte glücklich sein.
Ja, der Fernseher ist meine, das habe ich alles gekauft und bezahlt. Warum sollte ich ihr das schenken? Sehe ich nicht ein. Die hat Familie, Verwandtschaft, von denen kann sie sich Zeug holen. Ja, genau. Alles andere, Kleiderschrank hier hinten, da sieht man sogar meine kleine Sammlung. PS2, 3 und 4 Spiele in der alten Wohnung bei meiner Ex. Da ist ein Haufen Zeug drüben, das hole ich jetzt gleich alles rüber. Handy, du nervst. Ja, meine Klamotten sind auch noch alle drüben. Beim Kleiderschrank muss ich zum Beispiel, den habe ich am Dienstag aufgebaut, am 20. Da muss ich hier noch ein bisschen einstellen, sieht man ja hier oben. Muss ich noch ein bisschen mit den Schrauben werkeln. Auf jeden Fall, meine Klamotten sind auch noch alles drüben, weil ich derzeit noch bei meiner Ex drüben schlafe. Bloß es ist anstrengend, da ich alles alleine mache. Ich habe maximal meinen ältesten Sohn, der ist 10 Jahre, der mich unterstützt. Meine Ex denkt sich so, nö, ich bleib zu Hause auf dem Sofa. Geil. Auf Freunde verlasse ich mich nicht, da diese Person mich schlecht gemacht hat. Dazu sage ich aber nichts weiter, das ist mir alles scheißegal. Denn wer die Scheiße glaubt, sich das von einer Person anhört, aber nicht von der Gegenpartei, hat Pech. Dem fehlen Synapsen im Kopf. Und auf solche Leute kann ich verzichten, sowas nennt man falsche Freunde. Und ja, ist halt immer so bei vielen, bei gut 90% der Menschheit. Ich habe davon vor kurzem Leute kennengelernt, die sich nur eine Partei anhören. Und das war's, gut. Aber darauf brauche ich jetzt nicht eingehen, da gehe ich vielleicht irgendwann mal drauf ein. Ja, ich werde euch... Da kam was geflogen. Oh Gott. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn die Wohnung fertig ist. Da wird es nochmal einen richtigen Vlog geben, der ein bisschen länger geht, mit besserer Videoqualität, da ich dann meine Aufnahmekamera nehme. Und vielleicht sind meine Kinder mit dabei, vielleicht nicht. Mal schauen. Ich werde jetzt das Bücherregal erstmal ins Wohnzimmer verfrachten. Denn heute kommen wieder Pakete. Nächste Woche kommen dann auch nochmal Pakete. Ja, es läuft halt. Aber ihr habt ja schon mal einen Zwischenstand gesehen von der Wohnung. Und deswegen kann es auch passieren, dass das eventuell mal passieren kann, dass ich mal einen Tag keine Videos hochlade oder nur eins. Bei Sky habe ich jetzt über 100 Folgen vorproduziert. Die sind alle gut gesichert auf dem Rechner. Die lade ich jeden früh hoch. Also fast jeden zweiten Tag. Forest läuft da jetzt bald aus. Ion muss ich wieder aufnehmen und Mist Survival kann ich selbst hier aufnehmen, wenn ich mal kein Internet habe. Das erinnert mich gerade an das. Ich muss noch TV, Internet und Telefon ummelden. Strom muss ich noch Handy. Strom muss ich natürlich noch erhöhen. Von den 40 Euro, wie die mich eingestuft haben, auf das Doppelte natürlich, da ich gut Stromverbrauch habe. Und ja. Wie gesagt, ist die Wohnung fertig? Gibt es nochmal einen richtigen Vlog, wo ich dann alles zeige mit besserer Kameraqualität und. Ja, und das war's jetzt auch erstmal. Das Video geht jetzt 8 Minuten 40, wie ich am Handy sehe. Und ich werde jetzt weiter Zeug hier rüberholen und mich dann erstmal in die Stadt begeben, eine Brille reparieren lassen, denn die hat so ein Nasenteil verloren. Wie man hier sieht. Also muss ich erstmal reparieren gehen und dann werde ich mich nach Hause zu meiner Ex begeben. Stopp, ich muss mal Schulzeug kaufen für meinen Sohn. Meine Ex hat nicht alles bekommen. Ja, dann werde ich mich nach Hause begeben, ein paar Videos schneiden und rendern und morgen am 23. geht es dann hier weiter. Möbel aufbauen, also das Bücherregal, wieder Zeug rüberschleppen und. Also. Wenn ihr mehr solcher Vlogs wollt, wo ich ein bisschen was erzähle, wo ich keine Ahnung was mache. Apropos Vlogs. Kochvlogs werden in dieser Küche dann auch regelmäßig kommen. Natürlich, ein, zweimal im Monat. Und ich habe mitbekommen, die kommen bei euch gut an. Und da ich ja leidenschaftlich gern koche, kann ich das auch machen. Ja, also, wenn ihr mehr solcher Vlogs wollt, Daumen nach oben. Spott mir die Kommentare voll, ich antworte auf jeden. Die Zeit muss sein für die Community.